Holz ist ein wahres Energiebündel. Ein Kubikmeter Holz bietet die Energie für ca. 3000 Kilometer mit einem Elektroauto und zusätzlich 250 Mal duschen. In Österreich nutzen derzeit 130 Holzkraftwerke die im Holz gespeicherte Energie. Gemeinsam erzeugen sie rund 2 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom. Das ist der Strombedarf von ungefähr 600.000 Haushalten. Darüber hinaus werden mit 4,5 Milliarden Kilowattstunden erneuerbarer Wärme 20% des österreichischen Nah- und Fernwärmebedarfs abgedeckt. Die Holzkraftwerke haben einen sehr wesentlichen Vorteil, nämlich, dass sie das ganze Jahr produzieren. Völlig egal, ob die Sonne scheint, der Wind geht, es stürmt oder schneit oder ob es finster ist. In Holzkraftwerken werden in erster Linie Hackschnitzel aus qualitativ minderwertigem Holz verheizt. Dies sichert Land- und Forstwirten eine zusätzliche Einnahmequelle und dient dem Wald als Hygienemaßnahme. Aufgrund dessen ist es natürlich sehr wichtig, dass wir die Biomassekraftheizwerke weiterhin und so lange wie möglich in Betrieb sind, weil wir dort das Material dementsprechend liefern und verarbeiten können. Die Navarro betreibt im Waldviertel drei Holzkraftwerke. Das Werk Rastenfeld hat eine elektrische Leistung von 5 Megawatt. Der aus jährlich rund 200.000 Schüttraummeter Hackschnitzel erzeugte Strom wird ganzjährig in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mit der Wärme werden ein Pelletswerk und die Holztrocknung eines Sägewerks versorgt. Man kann sagen, dass die Produktion dieses Kraftwerkes hier in Rastenfeld in etwa dem Bedarf von 10.000 Haushalten entspricht. Und mit allen drei Kraftwerken versorgen wir in etwa 30.000 Haushalte. Auch die Biowärme Lassnitz setzt auf ökologische Wärme und Strom aus Holz. In der Holzgas-Kleinanlage werden 55 Kilowatt elektrische und 125 Kilowatt thermische Leistung produziert. Für das Fernwärmenetz sind zusätzlich zwei Biomassekessel mit je 250 Kilowatt Leistung installiert. Zur Spitzenlastabdeckung und gleichzeitig als Ausfallsicherung steht noch ein weiterer Biomassekessel mit einer Leistung von 300 kW zur Verfügung. Derzeit werden 64 Abnehmer versorgt. Das sind auch sämtliche öffentliche Gebäude und auch viele private Einfamilienhäuser. Ein Holzkraftwerk mit 730 Kilowatt und ein Biomassekessel mit 1200 Kilowatt versorgen rund 100 Heizanschlüsse in Stadl an der Mur mit Wärme. Darüber hinaus speist die Bio-Nahwärme Stadl an der Mur 324 Kilowatt Strom ins öffentliche Netz. Das, was wir hier mit unserem Werk vor Ort haben, ist nachhaltige Bewirtschaftung und Energieerzeugung. Wir produzieren Strom, Wärme und als Nebenprodukt auch Biokohle. Die Holzkohle wird als Aktivkohle oder als Düngemittel genutzt. Die Strom- und Wärmeerzeugung aus Holz ist CO2-neutral und ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Energiegewinnung.